Hey ho, meine Freunde da draußen. Willkommen bei mir mit eurem Dreamer in Divinity 2. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Es ist ein wirklich schwieriger Titel, also für mich, es auszusprechen. Mein neues Projekt hat man kennen, Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed 3. Weil Assassin's Creed 3 ich wieder neu aufnehmen muss, weil die Im-Game-Charakteren echt extrem leise sind und meine Stimme extrem laut war. Dachte ich mir, das spiele ich erstmal ein anderes Spiel mit euch zusammen oder auch nicht. Ich halt alleine, ne? Ich hab schon gedacht, ich spiele das war ein Spiel. Ein anderes. Was ich eigentlich schon ziemlich lange vorhatte zu spielen, weil es ziemlich gut ist. Wurde so 2009 veröffentlicht, eher gesagt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das bis Ende aufnehmen kann, weil es halt Schwierigkeiten gibt, das Spiel zu spielen oder dass ich ein unendlich ladenden Ladebildschirm hab. Wenn ich zum Beispiel in Häuser reingehe oder aus Häusern reingehe, rausgehe. Deswegen muss ich sagen, schauen wir einfach mal. Ob's funktioniert. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Irgendetwas habe ich aus... Spüre meinen Zorn. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ach, hab dich nicht so. Unser Luftschiff. Wir sind da, Leuchtenfeld. Der Ort, an dem unsere Lehrlinge richtige Drachentöter werden. Und heute wird diese Ehre euch zuteil. Hast du noch was getrunken? Wieder meine Anweisung. Ganz einfach. Geht zu den Frauen und Männern, die hier leben und profitiert von ihrem Wissen. Von ihr Wissen. Okay. Das klingt vielleicht etwas vage, aber keine Sorge. In Leuchtenfeld erklärt sich alles von selbst. Boah. Was genau wird mich dort erwarten? Das müsst ihr selbst herausfinden. Habt keine Bedenken. Euch wird nichts geschehen. Das ist ein großer Schritt im Leben jedes Drachentöters. Aber nur wenigen erging es dabei nicht gut. Kommt ihr nicht mit? Auch wenn ich gerne wieder in das Dorf zurückkehren würde, so ist es mir dennoch untersagt. Nur einmal im Leben darf ein Drachentöter es betreten. Als Lehrling. Als Lehrling, okay. Es wäre sowieso unbedacht, euch zu begleiten. Diesen Teil des Weges muss jeder Drachentöter alleine beschreiten. Und wenn wir uns wiedersehen, bin ich endlich ein echter Drachentöter? Noch nicht ganz, nein. Nach der Initiation kehren wir nach Flussheim zurück, wo das Ritual zum Abschluss kommen wird. Aber darüber sprechen wir im Zeppelin, wenn wir zurückfliegen. Bis später, Kommandantin. Viel Glück. Erstmal gucken wir, als wir durch. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Okay, ich wusste gar nicht, dass wirklich ein Gegenstand da drin ist. Lustig. Das Haus macht komische Geräusche. Da.
Also Hase glaube ich kaum, dass es so rumpiepen wird da. Das klingt eher wie nach einem Meerschweinchen. Lol, was ist denn jetzt los? FPS-Drops? Oder was? Leute, ich bin gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder. Hab mir jetzt mal Multicore aktiviert im Spiel. Das ist in so einem Programm im Spiel, das FPS-Drops verhindert. Der Lehrling ist eingetroffen. Ich heiße euch in Leuchtenfeld herzlich willkommen. Ich bedanke mich für euren freundlichen Empfang. Und ich danke für eure Nachsicht. Die meisten Drachentöter lassen sich ungern einen Lehrling nennen. Ach, puh. Geht. Wie unangemessen euch doch das Wort Lehrling erscheinen mag für jemanden, der seit dem zarten Alter von 10 Jahren zu einem Elitekrieger erzogen wird. Aber keine Sorge, ihr werdet den Titel des Drachentöters früh genug tragen. Kommandant Rota trug mir auf, dass ich von dem Wissen profitieren soll, das ich hier finden kann. Ja, da hat sie absolut recht. Es gibt nur eins hinzuzufügen. Morgana erwartet euch am Wasserfall. Findet sie und ihr werdet den Grund eures Aufenthalts erfahren. Wer ist diese Morgana? Die Erzmagierin. Eine bedrohliche Frau. Aber auf ihre Art ist sie freundlich. Ihr Labor befindet sich im hinteren Teil des Dorfes bei der Gedenkflamme des Göttlichen. Mit wem soll ich noch sprechen außer Morgana? Mit mehreren Leuten. Aber sie wird euch nach ihrem Teil des Rituals schon sagen, was zu tun ist. Die anderen werden kaum Worte für euch übrig haben, bevor ihr nicht mit Morgana gesprochen habt. Was ist die Gedenkflamme von den Göttlichen? Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um einen Schrein mit einer Flamme zu Ehren des Göttlichen. Das Becken, in dem die Flamme entfacht wurde, wird von Steindrachen emporgehalten. Dadurch wird die Last symbolisiert, die sie auf ihren Schultern tragen, die Schuld, die sie sich aufbürdeten, als sie den Göttlichen töteten. Dankeschön und einen schönen Tag noch. Euch auch. Wie gemacht habe, lese ich es anders vor oder spreche ich es anders vor, als es da steht. Aber... im Grunde genommen... ist es eigentlich egal, wie man es vorliest. Hauptsache, es ist... so ähnlich, so wie es da steht, nicht wahr? Nicht wahr. Juhu, Morgani. Nein, eine Kombination dieses Gebräus mit den Kräuterauszügen von letzter Nacht könnte eine Implosion zur Folge haben. Eine Implosion? Trotzdem versuchen? Ihr seid manchmal wirklich verantwortungslos. Das sagt ihr so einfach. Ihr könnt ja nicht ein zweites Mal sterben. Schön, euch zu sehen, Lehrling. Ich bin Morgana, die Erzmagierin von Leuchtenfeld. Ich schuldige mir diese Frage, aber habt ihr gerade mit euch selbst geredet? Nein, natürlich nicht. Ich habe mit Thoral gesprochen, dem Geist eines schon vor langer Zeit verschiedenen Magiers. Kein Grund, mich krumm anzusehen. Bald werdet ihr ihn selbst zu Gesicht bekommen. Aber nun zu dem Grund, warum ihr hier seid. Das Ritual, das aus euch einen richtigen Drachentöter machen wird. Man stinkt wie die Kanalisation von Fertistis? Ihr seid sehr gewitzt. Allerdings handelt es sich hier um ein ernsthaftes Ritual, also gebt Acht. Drachentöter zu sein bedeutet, den Drachen zwar zu hassen, ihn aber auch zu verstehen. Kein anderer Orden in Revelon nimmt das alte militärische Sprichwort »Kenne deinen Feind« so ernst wie die Akademie. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich euch die Erinnerungen der Drachen übertragen. In euren Augen wird ein silberner Schimmer entstehen, das Merkmal der Drachentöter, wodurch es euch möglich sein wird, den Geist Verstorbener zu sehen. Das Ritual hat einen Nebeneffekt, der jedoch leider nicht zu vermeiden ist. Einen Nebeneffekt? Was soll denn das sein? Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Zauber ursprünglich nicht für das Gehirn eines Menschen gedacht war. Und damit der menschliche Verstand den Zauber erfassen kann, werdet ihr das Wissen all eurer Jahre auf der Akademie verlieren.
Mir ist klar, dass das nicht erfreulich ist. Ein Drachentöter braucht jedoch diese Erinnerungen, um seine Pflicht zu erfüllen. Der einzige Trost ist, dass eure Fähigkeiten immer noch im Unterbewusstsein schlummern und ihr sie dadurch ziemlich schnell wiedererlangen könnt. Drachentöter zu werden ist ein unangenehmer Prozess, aber ihr könnt dadurch einer der größten Helden von Revelon werden. Was meint ihr damit, dass ich als Drachentöter die Drachenerinnerung brauche, um meine Pflicht zu erfüllen? Die Erinnerungen geben euch nicht nur mehr Einblick und Wissen, als ein Mensch in 100 Jahren ununterbrochenen Studierens verarbeiten könnte. Sie beschützen euch auch vor Angriffen der Drachen auf euren Geist. Ohne die Erinnerungen wärt ihr eine willenlose Marionette in ihren Händen. Ihr verfügt jedoch jetzt über die gleiche mentale Stärke, was eine Überlegenheit im Kampfgeschehen erst möglich macht. Die silberne Augen, die rote hat. Macht das mir möglich, Verstorbene zu sehen? Ganz recht. Man könnte es einen angenehmen Nebeneffekt der Drachenerinnerungen nennen. Die lebenden Toten kann natürlich jeder sehen. Arme Seelen, die das Opfer von Nekromanten wurden. Aber die Geister von lange Verstorbenen wahrzunehmen, ist eine wertvolle Gabe und wird sich öfter auszahlen, als ihr vielleicht denkt. Wenn ich mich diesem Ritual unterziehe, war die Allzeiten... Ja, alle Zeiten mit der... Warum muss ich mich der Ritual unterziehen, nachdem ich eine Akademie absolviert habe? Alter, beschissenes Wort. All die Jahre waren nutzlos. Nein, nein, waren sie nicht. Die Akademie hat aus euch einen geachteten Kämpfer gemacht. Und einen Geist geformt, der die weisen Lehrer früherer Tage übertrifft. Normale Menschen würden mit den Erinnerungen der Drachen verrückt werden. Nur jemand, der so gut ausgebildet ist wie ihr, kann sie unbeschadet aufnehmen. Ich bin doch schon verrückt. Also... würde es kaum auffallen. Vielleicht tröstet es euch, dass Drachentöter wie Rhoda und Marius die gleichen Unannehmlichkeiten über sich ergehen lassen mussten, um mächtige Krieger zu werden. Ich bin bereit, die Erinnerungen der Drachen zu erhalten. Dann seid bereit, ein Drachentöter zu werden. Und das war's. Vielleicht fühlt ihr euch für eine Weile etwas benommen oder desorientiert. Die Reise beginnt von vorne. Euer Lebensweg ist ein leeres Buch, das nun mit Erzählungen und Abenteuern gefüllt werden kann. Bevor ihr jedoch diesen Ort verlasst, um eure Drachensuche anzutreten, solltet ihr mit den hier ansässigen Veteranen sprechen. Alberic, Aravir und Gawain wissen mehr über ihren Beruf als jeder andere, den ihr wahrscheinlich treffen werdet. Und nicht zu vergessen Isobel. Die Fähigkeit, die ihr von ihr erhalten werdet, ist neben den Erinnerungen der Drachen die bedeutsamste Gabe, die euch in Leuchtenfeld zuteil werden kann. Der Göttliche segne euch. Jupp, lebt wohl. Die letzte Komponente für die Leuchtkraft entzieht... Was ist los? Ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Oh, war der schlecht, ey. Das ist ein zweiten Mörderchen, wir Zöre. Das ist wahrer gespenstischer Humor. Darf ich vorstellen? Thoral. Erzähl, Thoral. Wie ist es, tot zu sein? Nicht so toll, wie man denkt. Ich hatte gehofft, ich könnte mal richtig schön ausspannen. Aber nein. Ich gehe immer noch meiner alten Arbeit nach. Nur, dass mich keiner meiner ehemaligen Kunden sehen kann. Sehr praktisch. Warum verweilt ihr hier noch? Wo doch meisten Toten in Jenseits sind. Die meisten Geister, die nach wie vor hier sind, haben noch etwas zu erledigen. Ihr starker Wille, nicht zu gehen, bis diese Sache aus der Welt ist, macht sie zu erdgebundenen Geistwesen. In meinem Fall war es die Leidenschaft für die Alchemie. Ich werde keine Ruhe finden, bis ich ihr nicht alle Geheimnisse entlockt habe. Könnte allerdings noch eine Weile dauern. Wohin gehen denn Geister, wenn sie verstorben sind? In die Halle der Seelen natürlich. Sagt jetzt nicht, ihr habt noch nie etwas davon gehört. Ich lebe noch, also... woher soll ich das hören? Es ist eine Übergangsdimension zwischen unserer Welt und der nächsten.
Man erzählt sich, dass die Erinnerungen ausgelöscht werden, damit man das Jenseits ohne die leidvollen Erfahrungen aus diesem Leben betreten kann. Eine unnötige Maßnahme, wenn ihr mich fragt. Ich habe überwiegend schöne Erinnerungen an meine Zeit in Rivellon. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Jo, tschüss. Die letzte Komponente für die Leuchtkraft entzieht sich noch meines Wissens. Vielleicht sollten wir ein paar Glühwürmchen dazu. So. Wie ich sehe, habt ihr Morgana getroffen. Das heißt, wir können weitermachen. Tut mir einen Gefallen und denkt an etwas. Egal was. Aber sprecht es nicht laut aus. Daran denken, wie hübsch diese Frau doch ist. Ich fühle mich geschmeichelt, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt für unanständige Scherze. Überrascht? Ihr habt sicherlich schon von der Gabe des Gedankenlesens gehört, mit der Drachentöter gesegnet sind. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie sie zu dieser erstaunlichen Fähigkeit kommen. Die Antwort ist einfach. Ich verleihe sie ihnen. Werdet ihr mir die Macht der Gedankenlesen verleihen? What the fuck? Wo hat diese einzigartige Fähigkeit ihr Ursprung? Diese Fähigkeit wurde nur Drachen zuteil, bis eines Tages eine Schriftrolle mit diesem Zauber entdeckt wurde. Ein Drachentöter fand sie in den Trümmern eines Turms, der einst von Drachenrittern bewohnt war. Und seitdem benutzen wir sie. Werdet ihr mir die Macht der Gedankenlesens verleihen? Natürlich. Das ist einer der Gründe, warum ihr hier seid. Und jetzt haltet still und schaut mir in die Augen. Immer noch Liebes. Sorry. Bitteschön, mögen sich euch alle verborgenen Gedanken offenbaren. Dankeschön. Aber gebt Acht. Einen starken Geist kann man nicht so leicht durchdringen. Daher müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern, wenn ihr diese Kunst perfektionieren wollt. Dankeschön. Ich muss los. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. So, Leute. Anteil wurde euch kurz angeschrieben. Bin gleich wieder da.